dass Syrien ein Bürgerkriegsland ist, beherrscht von einem Schlechter, der auf sein Volk schießt, der Foltergefängnisse hat, der ständig auf der Suche ist, politische Gegner niederzumetzeln, wo immer er sie trifft. Und das wird mit einer Penetranz behauptet, ohne überhaupt Kenntnis aus diesem Land zu haben. Das wird offen zugegeben. Die Bundesregierung gibt offen zu, dass sie ihre Einschätzung, ob Syrien ein sicheres Herkunftsland ist oder nicht, aus einem Lagebericht von 2010 bezieht. Seit 2010 gibt es keine neue Einschätzung der Bundesregierung zu Syrien. Das war für uns der Auslöser zu sagen, wir glauben das, was uns hier berichtet wird, nicht. Wir wollen selber sehen, wie sieht es dort aus. Diese ganze Sache war, und das möchte ich zu Anfang ganz klar sagen, eine Eigeninitiative von uns. Wir sind also weder von der sowjetischen Botschaft noch von der syrischen Regierung eingeladen worden oder zu einer Luxusreise aufgefordert worden, sondern wir haben dort wirklich alles selber organisiert und wir haben es auch selber bezahlt. Das zur Einstimmung, weil es nämlich ja dann immer hieß, die Herren AfD-Abgeordneten lassen sich dort die Sonne in Latakia, das ist der Strand dort oder der Badeort dort, auf den Bauch scheinen und behaupten, sie kennen Syrien. So war es nicht. Das, was ich Ihnen heute vermitteln möchte, kann nur ein kurzer Einblick sein. Ich bin, seitdem ich zurückgekehrt bin aus Syrien, Reisender in Sachen Syrien. Ich habe, glaube ich, inzwischen vor circa 1500 Menschen meinen Syrien-Vortrag gehalten. Den Nachteil, den Sie heute leider haben, ist, dass ich nur das Wort habe und nicht meine Bilder. Ich versuche aber, Ihnen einen Gesamteindruck zu verschaffen, der es Ihnen ermöglicht, in Zukunft all die Meldungen, die wir aus Fernsehen und gerade aus der Presse, aus der Springerpresse bekommen, anders sehen können und anders werten können. Ich fordere Sie dazu auf, seien Sie kritisch, überlegen Sie, was ich Ihnen heute erzähle. Ich möchte keinem von Ihnen meine Meinung aufdrängen, sondern ich bitte Sie geradezu, tun Sie selber etwas und bilden Sie sich eine Meinung. Ganz klar zu sagen ist, dass das Märchen vom blutigen Schlechter Assad eine Kriegspropaganda ist. Ein Lügenmärchen, was seit inzwischen fast 8 Jahren den Menschen in Amerika, aber auch in Westeuropa verkauft wird. Mit schöner Einigkeit tut man so, als ob Assad wirklich sein Volk abschlachtet und unterdrückt. In diesem Land herrscht auch kein Bürgerkrieg. Bürgerkrieg ist etwas, wenn Bürger aufeinander einprügeln. Das, was dort passiert ist, ist ein Regime-Change, ein Regierungswechsel, den wir in den arabischen Ländern in der letzten Zeit, in den letzten Jahren mit dramatischen Folgen schon immer gehabt haben. Ich erinnere an den Irak. Da gab es in der UNO einen amerikanischen General, der hielt ein kleines Fläschchen hoch und sagte, schaut hier, das ist der Beweis, das sind die Massenvernichtungswaffen, die der damalige Diktator im Irak hatte. Wir müssen dort Selbstschutz üben, wir müssen dort einmarschieren. Diese Geschichte wurde dann auch von dem blutigen Schlechter Gaddafi in Libyen weitergesponnen. Wenn wir uns ansehen, was dort passiert ist nach diesen Interventionen der, im Irak nannten sie sich die Allianz der Willigen. Willig waren die nur insofern, dass sie die Großmachtbestrebungen der USA unterstützt haben und dort sich in einen völkerrechtswidrigen Krieg reingeworfen haben oder reinziehen lassen, der durch nichts zu gerechtfertigt war. Alle Behauptungen, Massenvernichtungsmittel, was dort alles noch vorgezogen wurde, es erwies sich alles als falsch, alles als Lüge. Diese Menschen, die das dort angezettelt haben, sind nichts anderes als Kriegstreiber und Kriegsverbrecher. Und das sind Menschen, die sich ganz, ganz oben in der Nahrungskette, in der politischen Nahrungskette befinden.
das ist leider auch bei uns im Land so. Das Bild, was wir uns in Syrien machen konnten, ist sicherlich nicht, dass wir demokratische Verhältnisse vorgefunden haben, wie wir die als Europäer, als Westeuropäer, muss man ja sagen, zu erwarten pflegen. Die Ansprüche, die wir an eine Demokratie haben, kann es in Arabien so nicht geben. In Arabien leben andere Menschen, lebt eine andere Kultur, als wir sie haben. Es muss ganz klar sein, und das ist eine Hauptaussage, die ich auch allen immer wieder mit auf den Weg gebe. Ohne die Regierung Assad würde Syrien nicht mehr bestehen. Das ist ganz sicher. Und ohne Assad hätten in Syrien Dschihadisten, grausame Menschen, die einen Steinzeit-Islam vorantreiben wollen und wiederhaben wollen, die Macht übernommen. Ohne Assad wäre die christliche Minderheit in Syrien entweder tot oder auf der Flucht. Ich sage nur, oder ich erinnere nur an das Schicksal der Jesiden, da ist es genau so passiert. Jegliche Destabilisierung Syriens hat zur Folge, dass wir, und das wissen wir aus eigener Erfahrung, dass wir in Europa einen unglaublichen und uneinschätzbaren Strom von Flüchtlingen, die dann wirklich Kriegsflüchtlinge sind, in Richtung Europa haben werden. Unser Interesse als Deutschland muss es sein, kann es nur sein, dass Syrien zur Ruhe kommt, dass dort Frieden einkehrt. Und dazu ist es notwendig, dass man die Verantwortlichen, die für die jetzige Situation gesorgt haben, klar benennt und auch öffentlich macht. Und jeder, der sich diesen Menschen anschließt, ist dann auch nichts anderes als ein Kriegstreiber. Syrien wurde destabilisiert seit 2011. Der Beginn waren Studentenunruhen. Diese Studentenunruhen, und da gibt es auch Parallelen zu anderen arabischen Ländern, aber auch zum Beispiel zu der Situation in der Ukraine. Diese Studentenunruhen wurden genutzt, wurden dann irgendwann verstärkt durch Infiltration von Menschen, die auf Spaltung aus waren. Diese Menschen kamen in Syrien aus Richtung Saudi-Arabien. Richtig. So. Hier ist die Bruchlinie ganz klar zwischen den Schiiten und den Sunniten zu suchen. Es sind religiöse Eiferer, die versuchen, dort sich durchzusetzen, dort die Regierung zu übernehmen. Stellen Sie sich bitte vor, ich kann Ihnen keine Bilder zeigen. Ihr Nachbar ist Katholik und Sie sind Protestant. Und dieser Nachbar ist der Meinung, dass ihr Glaube viel, viel schlechter und der falsche Glaube ist als sein eigener. Und um ihm das dann auch klar zu machen, schraubt er sich auf sein Garagendach einen Granatwerfer und fängt an, die Umgebung zu bombardieren. Nichts anderes ist in Syrien passiert. Es sind massenhaft gewaltbereite Dschihadisten aus den Arabischen Emiraten, Katar und auch aus Saudi-Arabien nach Syrien eingesickert. Die wurden unterstützt mit Geld, mit Ausrüstung und zwar nicht zu knapp. Und als die Spaltung perfekt war, als nämlich bestimmte Teile der Bevölkerung gedacht haben, jawohl, das ist meine Art, den Islam zu leben und zu glauben, ging es los. Dann wurden die Waffen verteilt und dann gab es kein Zurück mehr. Überall das gleiche Muster. Und das ist etwas, was man durchschauen muss. Glauben Sie bitte nicht den Bildern, die man sieht, mit den großen Kinderaugen, jetzt gerade in Ost-Duma. Wir waren in der Nähe. Ost-Duma ist eine riesige Medienlüge. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sogar die Inspektoren der OPCW dort keinen Hinweis auf einen Chemiewaffeneinsatz finden werden. Stellen Sie sich bitte vor, Ost-Duma, ein Gebiet, das ist ja keine Stadt, ein Gebiet von 450.000 Menschen, die da leben. Riesig groß, größer als Damaskus. Die Menschen dort sind von der syrischen Armee umstellt gewesen. Innerhalb dieses Gebietes 450.000 Syrer und dazu ca. 20.000 Kämpfer. Also 5%. Diese 5% haben es geschafft, dass Ost-Duma mit allen, oder ein Großteil von Ost-Duma zum Schutthaufen geworden ist.
die hatten die Waffen nicht, die vielen Menschen, aber die 20.000 Kämpfer hatten diese Waffen und die haben sie eingesetzt. Der syrischen Armee blieb gar nichts anderes über, als hier Befriedung zu machen. Es wurde eingekesselt, es wurde Straße für Straße durchgegangen und da der Nachschub fehlte, konnte auch aus der Türkei oder aus Saudi-Arabien keine Waffen mehr hinterhergeschickt werden. Das Ergebnis ist, Ostduma ist befreit. Nun kommt plötzlich eine Giftgasattacke. Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben ein riesiges Gebiet befriedet. Die ersten Rebellen, so werden die ja genannt, das sind aber Terroristen, ziehen ab. Eine weitere Gruppe will sich noch nicht wegbegeben, ist aber schon geschlagen. Und dann setzt der Sieger eine Sache ein, die weltweit für Empörung sorgen kann, nämlich Chemiewaffen. Ist das logisch? Wenn ich auf der Gewinnerstraße bin, ich habe die Situation militärisch im Griff und dann schmeiße ich Chlorgas, um dann nachher den Amis den Vorwand zu geben, auf mich Bomben zu schmeißen. Das ist unlogisch und unglaubwürdig und das ist auch nicht das, was wir in dem Land vorgefunden haben. Ich will Ihnen noch kurz aus Homs und Aleppo berichten, weil auch hier eine Märchenfassade hochgezogen wurde durch die Massenmedien. Aleppo ist eine Millionenstadt. In Aleppo selbst wohnen 2 Millionen Menschen. Mir war das vorher nicht bewusst, ich glaube dem wenigsten von Ihnen. In der Umgebung von Aleppo wohnen nochmal 500.000 Menschen. Wir reden also über ein Gebiet von 2,5 Millionen Menschen. Das Bild, was uns vermittelt wurde, war, dass Aleppo in Schutt und Asche liegt. Das ist nicht so. Es sind etwa 10-12% der Stadt von diesen Kämpfen überhaupt betroffen gewesen. Dort ist die Zerstörung allerdings absolut. Es gibt große Teile der Stadt Aleppo, da fiel nie ein Schuss, da ist das Leben normal weitergegangen. Aber das sagt man uns nicht, weil man uns natürlich den Eindruck vermitteln muss, Flüchtlinge, um die Asylindustrie weiter voranzutreiben, dass in Syrien alles in Schutt und Asche liegt. Ja, ja. Stimmt nicht. Glauben Sie kein Wort davon. Das ist nicht wahr. Ein letzter Gedanke dazu noch. Ich habe es schon anklingen lassen. Es gibt in Syrien eine Vielfalt von religiösen Glaubensrichtungen. Das sind zum Teil christliche, das sind zum Teil muslimische Religionsrichtungen, Glaubensrichtungen. Wir haben dort die Gelegenheit gehabt, mit allen Glaubensrichtungen, also mit allen Vertretern, hohen Vertretern dieser Glaubensrichtungen zu sprechen. Sowohl von den Muslimen als auch von den Christen. Ein einziger Gedanke teilte alle Gesprächspartner, die wir hatten. Nach der Frage, wie kann man helfen, kam immer die Antwort ganz klar, lasst uns einfach in Ruhe. Zieht eure Truppen ab, lasst uns in Ruhe aufbauen und schickt uns unsere Leute zurück. Das war ganz klar die Nachricht aller, mit denen wir dort gesprochen haben. Wenn Sie die Berichterstattung über unsere Reise vielleicht verfolgt haben, dann werden Sie bemerkt haben, wie vehement wir angegriffen wurden. Wie wir in den Dreck gezogen wurden, weil wir uns dort umgeschaut haben. Weil wir etwas getan haben, was eigentlich Politiker der Bundesregierung hätten schon jahrelang tun müssen. Richtig. Und jetzt, nachdem wir wieder hier sind, merken wir, wir haben was in Bewegung gebracht. Jetzt plötzlich sagt Herr Maas, wir müssen vielleicht doch mit den Syrern verhandeln. Jetzt plötzlich wird 1 Milliarde mal ebenso fix nach Syrien geschickt, obwohl vorher eine strikte Embargo-Politik geherrscht hatte. Das sind alles Sachen, die können wir uns als AfD auf die Fahnen schreiben. Und damit komme ich auch zum Schluss. Seit 3 Jahren spreche ich auf Plätzen, und ich mache das auch gerne. Und ich muss Ihnen sagen, in diesen 3 Jahren ist in diesem Land eine Menge passiert. Das, was Sie heute hier machen, scheint als einzelne Maßnahme recht klein. Aber meine Erfahrung zeigt, und das lässt sich auch nicht länger geheim halten in der Presse, immer mehr Bürger, ganz unabhängig von der AfD,
äußern ihren Unmut mit dem, was diese Regierung uns anbietet, was diese Regierung diesem Land antut. Jawohl. Und dieser Gedanke, meine Damen und Herren, ist das, was uns beflügeln sollte. Und ich will noch ein Wort zu meiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter sagen. Natürlich werden wir dort angefeindet. Und wenn die SPD sich schämt, neben uns zu sitzen. Mir gefällt das auch nicht, neben der FDP zu sitzen, aber ich tue es. Mein Eindruck ist leider, und das sage ich, auch wenn die Kritik von allen Seiten auf mich einprasselt, von den Volksvertretern, die wir dort sitzen haben, und ich schließe die AfD dort aus, können sie 80% nicht gebrauchen für den Erhalt unserer Heimat. Hallo! Sie verstehen nicht mal mehr, was es heißt, deutsch zu sein, deutsch zu fühlen. Die haben gar keinen Begriff mehr von der deutschen Nation. Die träumen von der Auflösung Deutschlands hin zu einem wunderbaren, utopischen, glücklichen Europa. Das, meine Damen und Herren, wird nicht passieren, das wird nicht gelingen. Sowas muss wachsen. Und sowas kann nur über Jahrhunderte wachsen, ja, über Generationen. Richtig, Jahrhunderte. Das kann nicht eine Politikerkaste mal eben aus ideologischen Gründen so planen und verordnen. Das geht schief. Richtig. Genau. Richtig. Und deshalb werden wir als Bundestagsfraktion auch nicht nachlassen, uns dort mit Themen auseinanderzusetzen, die wirklich brennend sind, die wirklich wichtig sind. Und ich kann Ihnen eins sagen, die wissen ganz genau, dass sie uns nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden dort unverändert weitermachen, wir werden qualitativ besser werden, wir werden uns entwickeln. Und ich hoffe, dass unsere AfD das auch tut. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bravo! Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist eine ganz interessante